So, ich schrumpel den Rosinen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Dabei. Ich habe uns mal einen Ort zum Speichern gesucht, ein bisschen die Straße runter. Hab hier aber noch nichts weiter angefasst. Und hier war auch keiner drin. So, was haben wir hier? Let's finger it an. Sieht aus wie eine Standuhr. Ich überlege gerade, ob wir irgendwo auch schon eine Standuhr hatten und damit hätten interagieren können und nichts vergessen hab. Komische Erinnerung, weiß ich nicht, ob die echt ist. Ja, diese Erinnerung. Henry hat Angst vor Scott. Er flieht und sucht das Weite. Er flieht ganz flink nach Westen. Auf die andere Seite. Doch Mildred kommt zu ihm. Leer ist ihr Gesicht. Scott liegt ganz flach da. Sah ihren Abstieg nicht. Es sieht ja so ein bisschen so aus. Wie eine andere Welt hier, ja? Muss man ja irgendwie feststellen. Das ist ja nicht einfach nur ein anderes Apartment. Das ist ja... Es sieht ja ähnlich aus, nur mit einem Roydian Skin. Als ob es seine Welt ist. Ist vielleicht die Geschichte von Scott die vom Kegelkopf? Okay. Hier fehlen definitiv Zeiger, die wir finden müssen. Guck mal, hier ist auch ganz klein Scott zu sehen. Als ob hier irgendwas eingespachtelt wurde. Kannst du mal ein bisschen dran rumkratzen. Und mal gegenhauen. Okay. Das klassische Item-Problem. Und hier unten sieht das auch ein bisschen aus, als ob er sich hier eine Arena frisch gemacht hat. Ist besorgniserregend. Ich muss aber noch kurz gucken, ob hier den Flur weiter runter, ob ich jetzt alles hatte. Von da kam ich meiner Meinung nach. Achso. Oh. Also ich würde es begrüßen, wenn ihr da bleibt, wo ihr seid. Die Wahrscheinlichkeit ist doch eher gering. Stimmt für herein oder so. Hier müssen wir schon ein bisschen mehr aufpassen, ne? Also diese Viecher jetzt, die so räudig zerbersten. Guck mal. Habt ihr Probleme mit Türen? Das ist ein Fußmonster. Ja. Mit Spritzen beschmeißen. Happy Burger, guck mal. Erstmal sichern. Was ist da noch? Nur eine Schublade? Haben wir zwei Patronen wiederbekommen. So, okay. Oh, zu! Oh, war ich aus. Oh, das war fies. Oh. Saxo. Hier so einen fetten Käfer hinter zu parken.
Oh, da haben wir aber Glück gehabt gerade. Also, das ist schön cool, ne? Diese Kameraperspektive, also, das macht einfach extrem Sinn. Das ist immer ein unangenehmes Gefühl, hier um die Ecke zu kommen. Das ist auch vertrauenserweckend. Hallo? Also da drüben ist immer noch die Hereintür. Nur so ein bisschen für meine Orientierung. Kann ich hier was aufmachen wieder? Open for Shortcuts. Er lebt doch noch. Er fuckt aber auch krass. Nicht ohne Munition. Schnief. Voll hat er die hergeschleppt. Gerade hinter mir hört. Scheiße. Mich würde es auch nicht wundern, wenn die irgendwann an der Decke hängen. Ach scheiße, ich habe gedacht. Ich habe wieder verdenken, liegen lasse, dass die sowieso platzen. So behält man einen sauberen Rollstuhl. Mit Werterhaltung. Hier links im Raum irgendwie. Ha ha ha!
Was für eine Scheiße, ey. Haben wir, glaube ich, noch, ne? Was ich jetzt komisch fand, ist, wir haben jetzt hier eine Tür aufgemacht, ne? Einen Durchbruch haben wir erzeugt, der in denselben Raum führt. Das lässt schon wieder irgendwie so das Denken zu, dass das zum Flüchten gedacht ist, irgendwie, um so ein bisschen Zeit zu gewinnen. Auch so viel Munition. Lässt man das besser einfach zu? Aha. Was hat er hier gebaut? Ja. Wir brauchen Valve. Glimmers, den Steam Support anschreiben. Sie haben Leben? Sie haben Leben sind. Nein. Oh, ja, hier reicht die Kaution nicht mehr. Oh, ein Schlüssel. Für 306. Vielleicht können wir ja jedes Ventil mitnehmen. Okay, mitnehmen ist nicht. Wir müssen ein separates Ventil finden. Und Eco-Spray. Jetzt ist die Frage. Jetzt müssen wir theoretisch zurück, ne? Zum. Die Kette ist jetzt komplett weg. Die ging ja noch hier durch irgendwie. Das Fenster ist aber zu, deswegen müssen wir nochmal hier lang. Wie, ihr steht jetzt auf? Ich weiß jetzt nicht, ob meine Theorie richtig ist, aber.
bin ich denn jetzt in die Laufen? Uiuiui, not good. Zwei Schuss aussehen. Vielleicht hätte ich einfach nur wegrennen sollen. Na, okay. Hat sich jetzt nichts getan, ne? Also wir müssten jetzt... Das ist einfach dicht hier. Völlig unnötig jetzt die Ecke. Raum 304 finden. Wenn wir den Korridor runterknallen, sind wir da. So, ein bisschen Minen basteln wäre lustig zwischendurch. Ah, ja, stimmt, hier hat ja unser... Ah, okay. Aber das war doch 304, oder? War denn der Raum, den wir nicht betreten durften? Hier. Ach, 306, okay. Mein Irrtum. Das war fies. Jetzt gibt's mal die erste Injektion. Madison. Oh, da haben sie mich überrascht hier. Hier rumwandern. Erkältungsbad. Wo bist du? Stehen trotzdem auf, ne? Ja, wie krass ich die vorbereite. Ich glaube, die steht trotzdem auf. Was ist das? Oh. Ugh!
Da muss erst Blut rauslaufen. Spiegelscherben hier. War das dumm. Mann, das ist doch hier nicht wahr. Ich brauche eine bessere Keule. Kleine Assi-Sau, ey. Da hinten ist auch genau ein Mehlofen. 303. Waren wir hier nicht? Hä? Achso, ja, stimmt. Das ist jetzt hier. Rechts von uns ist auch Bewegung. Karte Verwirrung. Ich muss doch da jetzt ja nie rennen, oder was? Er steht 100 pro hier um die Ecke. Guck mal hier. Das ist lächerlich, Alter. Das ist lächerlich. Nee, Mann. Vor allem, wenn du vermutlich überhaupt nicht hättest sein müssen gerade. Die haben hier richtig einen reingedreht hier. Kann ich gleich noch einen lutschen? Das ist
eins fehlt noch. Also, wir haben ja noch den Haarraum. So nennen ihn die Profis. Gut, also wir hätten hier nachher... Ich finde das so nervig, sowas. Wie komme ich denn hier raus? Bescheuert, Alter. Komm ich hier weg? Das schmeckt keinen Spaß. Ja, wenn ich es nicht schnalle, Alter. Ich habe keinen Gegenstand. Ich renne hier rum. Alles ist zu. Es gibt nur einen Weg rein. Guck mal, hier kann ich es abbauen. Hier durfte ich es dann doch mitnehmen. Was hier anstecken. Ah.
Schöne alte Radio. Oh. Da ist ein Zeiger dran. Zeiger. Und eine offene Tür. Ja, war hier. Und dann sind wir wieder. Ah, guck mal, dann sind wir hier. Kann man hier einfach so rein? Ich bezweifle das zwar. Ah, ja. Ist nochmal Moon. Dann ist ja die einzige Option, die wir gerade haben, den Zeiger an der Uhr anzubringen. Und zu speichern vor allen Dingen. Speichern ist sexy. Akzeptieren. Reicht denn der eine? Damit sind die Zeiger gemeint, ne? Aber da müssen ja dann definitiv noch mehr hin. Aber was machen wir jetzt? Na gut, also wir machen erstmal Pause. Und ich lasse mir einfallen, wie wir weitermachen. Ich denke, mit einem Zeiger ist es nicht getan, oder? Ich habe irgendwo was übersehen. Danke mich, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Silent Hill 2. Schönen Abend euch. Tschüss.